Einen schönen guten Tag. In diesem Video werden wir zusammen den 01.01.2020 beleuchten, der bei vielen unter Ihnen immer noch für große Verunsicherung sorgt. An dieser Stelle möchten wir Ihnen gleich mal die Angst nehmen und auf das Schreiben unseres Bundesministeriums für Finanzen hinweisen, das eine Nichtbeanstandungsregelung veröffentlicht hat. Diese Nichtbeanstandungsregelung besagt, dass bis zum 30. September 2020 alles in Ordnung ist, das heißt, es wird nichts beanstandet, insofern Sie noch keine technische Sicherheitseinrichtung auf Ihren PC installiert haben. So, oder angeschafft haben, das ist nicht ganz klar. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, mit der Anschaffung der technischen Sicherheitseinrichtung noch bis Juni, Juli, August 2020 zu warten. Sicherheitshalber können Sie uns aber natürlich gerne eine E-Mail schreiben, eine formlose E-Mail mit dem Betreff so, hiermit bestellen wir, wenn verfügbar, eine technische Sicherheitseinrichtung. Und da kann man dann individuell noch im Klartext darüber sprechen, für welche Variante Sie sich dann entscheiden. Nichtsdestotrotz können Sie dann vorweisen, Sie haben sich bereits darum gekümmert. Auch sollten Sie die neue Version installiert haben, die 9.35, die Sie... Und die Versionsnummer finden Sie oben in der Titelleiste bei Wabi Profi 3, Version 3.70 und dann noch irgendwas. Hier sollte 9.35 stehen. Wenn Sie diese Versionsnummer noch nicht installiert haben und eine gültige Mietversion haben, können Sie ganz einfach über Fragezeichen Internet Update das aktuelle Update herunterladen. Haben Sie eine Kaufversion mit gültiger Update-Berechtigung, gilt hier genau das Gleiche. Oder Sie haben eine Kaufversion mit abgelaufener Update-Berechtigung, dann müssen Sie natürlich Ihre Update-Berechtigung erneuern. Hierzu können Sie uns gern kontaktieren. Alternativ können Sie natürlich auch von uns den direkten Download-Link für die Version 9.35 erhalten. Hierzu uns einfach eine E-Mail schreiben mit Ihrer Adresse, Ihrer Kundennummer und dann wird es Ihnen zugesandt. Haben Sie die Version 9.35 nun installiert, werden wir die Details bzw. die Einstellungen mit Ihnen kurz durchgehen. Zum einen müssen Sie natürlich in den Systemeinstellungen die Konfiguration Ihres Bondruckers ändern, da der Bon nun etwas anders aussieht. Hierzu habe ich mal ein Bildchen gemacht, das heißt, wir haben hier unten den QR-Code, wir haben hier ja, unsere Artikelauflistung, das ist jetzt nur ein Musterbon, klar. Oder hier habe ich einen mit einer Rechnungsbegleichung einfach mal gefotografiert. Was haben wir hier noch? Ja, da habe ich einfach eine Barauszahlung mal fotografiert. Also das heißt, die Bonds sehen nun ein bisschen anders aus, auch optisch natürlich etwas schöner. Um diese Neuerungen verwenden zu können, müssen Sie unter Hardware Bonddrucker, also Sie müssen einen Bonddrucker haben, denn momentan kommt der QR-Code nur auf einen Bonddrucker heraus. Auf einen DIN A4-Ausdruck wird der QR-Code noch implementiert im Laufe von im Januar bzw. Februar spätestens 2020. Also momentan nur am Bonddrucker. Sie sollten beim Typ Ihres Bonddruckers Bonddrucker mit Windows-Druckertreiber verwenden. Haben Sie noch einen älteren Bonddrucker installiert, der zum Beispiel seriell, also sprich an COM1 oder an LPT angeschlossen ist, sollten Sie auf der Herstellerseite Ihres Bonddruckers den dementsprechenden Druckertreiber herunterladen und im Druckertreiber dann Windows mitteilen, dass dieser an COM1, LPT, wie auch immer angeschlossen ist. Diese Schnittstellen, also diese Direktansteuerungsschnittstellen, werden in Zukunft nicht mehr unterstützt, da diese veraltet und nicht mehr zeitgemäß sind. So, ich wähle jetzt meinen Drucker aus, also meinen Drucker, den ich halt hier installiert habe, hier zum Beispiel den TM88.6. Und was Sie nun auf der rechten Seite einstellen sollten, ist dieses Druckformat. Sie sagen ab 01.01., also den Ausdrucksart verwenden, die ab 01.01.2020 gültig ist. Soweit so gut. Dann sollten Sie in den Systemeinstellungen in der Karteikarte Verkauf und Bon die sogenannte Belegsausgabepflicht aktivieren. Bedeutet, jeder muss einen Bon erhalten. Wenn Sie vom Finanzamt eine Belegsausgabebefreiung schriftlich erhalten haben, nur dann können Sie eventuell darauf verzichten, einen Bon auszudrucken,
solange Sie das nicht haben, empfehle ich Ihnen dringend, da dies sehr, sehr teuer werden kann, immer einen Bon zu drucken. Diese Automatisierung können Sie in Wavi natürlich einstellen, indem Sie die Bondruckabfrage aktivieren, hier dieses Häkchen herausnehmen, den Standard bei Bondruckabfrage auf Ja setzen, die Millisekunden auf 3000 reduzieren und den Standard der Bondruckabfrage hier auf Bondrucken stellen. Wenn Sie das getan haben, kommt sofort nach dem Abschließen und nach dem Speichern des Verkaufs, wird sofort der Bon gedruckt. So, dann kommen wir mal kurz zum nächsten. Es kann sein, dass Ihr Bon, oder ich rufe jetzt hier einfach nochmal einen auf, es kann sein, dass wenn Sie den Bon ausdrucken auf Ihren Bondrucker, es kann sein, dass hier etwas verschoben ist, augenscheinlich. So, das kann daran liegen, ich habe hier lange gesucht, bis ich die Informationen im Internet gefunden habe. Da kann es daran liegen, dass die Druckgeschwindigkeit Ihres Bondruckers einfach zu hoch eingestellt ist. Warum, kann ich Ihnen nicht erklären. Laut vielen Foren im Internet kann das so sein. Man muss heutzutage nicht mehr alles verstehen, sondern man muss einfach eine Lösung dafür haben. Hierzu gehen Sie in den Systemeinstellungen Ihres Bondruckers, wohlgemerkt nur, wenn das bei Ihnen der Fall ist. Ja? Ansonsten müssen Sie das nicht tun. Sie gehen in die Druckereigenschaften Ihres Bondruckers hinein und wählen dort den Button Einstellungen aus. Hier möchte ich darauf verweisen, dass es je nach Drucker oder je nach installierten Druckertreiber dieses Fensterchen etwas anders aussehen kann. Sollten Sie einen Epson-Drucker haben, und dann empfehle ich Ihnen auf unserer Homepage unter Downloads und Treiber hier unten direkt aktuelle Epson-Download-Liste für Ihren Drucker und POS-Peripherie zu wählen, um dann das von Ihnen installierte Gerät mit dem neuesten Treiber zu versehen. Hier haben Sie dann eine Liste mit den ganzen verfügbaren Druckern. Dann wählen Sie Ihren Drucker aus, klicken hier nochmal an, ja, und dann sagen Sie hier zum Beispiel, Sie wollen Ihren Windows-Printer-Treiber haben, also Windows-Drucker-Treiber haben. Okay? Wenn Sie das gemacht haben, dann sehen die Seiten für Epson hier ziemlich genauso aus. Wenn Sie starre Pixel und Metapace haben, kann es sein, dass diese Seite anders aussieht. So, dann gehen wir hier unten auf Einstellungen, wählen die erweiterten Einstellungen des Hilfsprogramms aus, also des Utility-Programms aus. Und was wir dann suchen müssen, ist die Druckersteuerung. Hier sollten Sie die Druckergeschwindigkeit auf eine mittlere Stufe setzen. In unserem Fall hat unser Drucker 14 Druckgeschwindigkeitsstufen. Ich habe den einfach mal auf 7 reduziert. Und die Druckdichte und den Mehrtondruckdichte sollten Sie bezüglich des QR-Codes auf hoch setzen. Also Sie verbrauchen ja hier keine Tinte oder sonst irgendwas, sondern das ist ja ein Thermodruckverfahren. Es kann halt nur sein, dass es dann anstatt 0,8 Sekunden das Ganze 1,2 Sekunden dauert. Also hier sprechen wir von Millisekunden, die in der Praxis nicht messbar sind und nicht relevant sind. So, haben Sie das gemacht, klicken Sie auf Einstellen bzw. Übernehmen, je nachdem, und dann werden die Informationen an den Drucker gesendet. Also es wird direkt an den Drucker geschickt. Das ist mal das eine. Und wenn Sie hier dieses Utility nicht haben, weil Sie eventuell eine andere Firma Ihres Druckers besitzen, dann müssen Sie einfach in den Karteikarten Ihres Druckers nachschauen, keine Ahnung, bei Geräteeinstellung oder wie auch immer, bis Sie die Druckgeschwindigkeit eben finden und diese dort reduzieren. Alternativ steht Ihnen auch die Möglichkeit zur Verfügung unter Fragezeichen Reporte Ausdrucke 80 mm Bons, hier bei Bon Bare EC, dass Sie den Bon dahingehend modifizieren oder beziehungsweise Objekte, die augenscheinlich beim Ausdruck zum Beispiel zu weit rechts sind, einfach nach links verschieben. Dazu markieren Sie das gewünschte Objekt und bewegen die Pfeiltasten, wie in meinem Beispiel, ich drücke jetzt einfach die Pfeiltaste nach links. Durch das Anklicken des X oben im Fenster und die erneute Bestätigung der Speichernabfrage mit Ja, speichern Sie natürlich die Änderungen. Und zwar immer in einer Kopie, also keine Angst, das Original wird dadurch nie verändert. Sollten Sie Ihren Bon dahingehend verändert haben, dass nichts mehr rauskommt, bedeutet es, Sie haben einen schwerwiegenden Fehler gemacht.
Dann können Sie ganz einfach unter Fragezeichen Reporte Ausdrucke 80 mm Bones hier Reporte Reset wählen, also das heißt zurücksetzen wählen, um den Originalzustand des von uns bereitgestellten 80 mm Bones wiederherzustellen. So, ich habe versucht, mich relativ kurz zu halten und relativ knapp zu halten. Das sind schon mal die ersten Dinge, die Sie tun sollten. Jetzt können Sie natürlich sagen, das war aber ziemlich wenig. Ja, augenscheinlich. Aber im Hintergrund haben wir bereits an jeder Stelle, die relevant ist, die TSE-Abruf- oder Signaturinformationen hinterlegt, die wir letztendlich nur noch komplettieren müssen, da diese noch nicht zu 100% fertiggestellt sind, aber bereits in Bearbeitung sind. Und auch die ganzen Protokollierungen, die sehr, sehr exzessiv inzwischen ausfallen, sind auch schon implementiert. Aber für Sie ist es augenscheinlich, hat sich nicht viel getan. Was Sie natürlich aktivieren sollten und wo ich Ihnen wirklich dazu raten würde, wer in den Systemeinstellungen noch in der Karteikarte Verkauf und Leistungsmerkmale hier einen Grund für Preisreduzierungen erzwingen anzuklicken. Wenn Sie das gemacht haben, erscheint bei der Reduzierung eines Artikels ein Fensterchen. Wir machen das einfach mal. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mal das und sage hier Preis und jetzt mache ich hier 30 Euro. Dann kommt hier dieses Fensterchen, wo er sagt, hey, ich will einen Grund haben, warum der Preis hier reduziert war. Und Sie können hier Ihre Gründe selber anlegen, die halt für Sie wichtig, relevant oder ja, notwendig sind. Und dann erhalten Sie hier die Möglichkeit, einfach das zu übernehmen, um eine lückenlose und vollständige Protokollierung bei eventueller Prüfung oder Nachfrage vorweisen zu können. Dann möchte ich mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es war hilfreich für Sie und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und gute Umsätze.